Also, sind wir wieder hier. Wir haben einen wirklich schönen Nachmittag gehabt. Wir waren oben auf einem fantastischen Berg. Ich war so vertieft in Gesprächen, dass ich die zweite Hütte übersehen habe. Ja. Ohne Witz, und da haben die mich immer gefragt, ja, wo kommt die zweite Hütte? Ja, die muss gleich kommen. Und da waren wir schon an der dritten, da waren wir schon am Ziel. Ja. Ich habe euch dort, die ihr dabei wart, an dieser Brücke unten am Anfang die Geschichte erzählt von Fridolin, wie er frisch verheiratet war und dort die Flut kam. Also ihr seht, so ein Leben da draußen in der Landwirtschaft, das ist zwar ein bisschen romantisch, aber das ist auch heftig. Und das ist wunderbar, dass da, wo wir sind, Gott mittendrin ist. Was für eine Bewahrung, echt eine harte Geschichte. Heftig. Ja, wisst ihr, wo ich hergekommen bin? Er wird da gleich erzählen. Das möchte ich nur so am Anfang sagen. Ich war von Anfang an, ich bin immer sehr neugierig und so. Ich kann überall was lernen, was aufschnappen und das hat mich irgendwie begeistert. Und zwar aus folgendem Grund. Da, wo wir leben in Schweden, eine wunderschöne Gegend, naturmäßig auch. Ich sehe nur Möglichkeiten, aber die Leute, die dort sind, eben nicht. Die sagen ihren Kindern, ihr könnt hier nicht bleiben, es gibt hier keine Zukunft, ihr müsst hier weggehen und so weiter. Und wo ich dann herkam und die Familie kennengelernt habe, auch bei Heere, der gerade hier Ziehharmonika gespielt hat, Tischler, und habe ich solche dummen Fragen gestellt. Ja, ihr seid junge Leute, wollt ihr nicht irgendwie weg in die große Stadt? Da haben sie mich angeguckt, was ich für ein Spinner wäre. Nö, wir bleiben hier. Ja, und Tischler, kauft das jemand oder kaufen da nicht alle bei IKEA? Also was macht man hier nicht? Ja, alle die Leute, die, ja, man schätzt die Verbundenheit, ja, die Tradition hier. Das war für mich so eine völlig neue Welt. Hat mich fasziniert. Die Menschen, wie die ticken, diese Heimatverbundenheit, dieses traditionelle, bodenständige, gleichzeitig aber dieses Aufrichtige, diese Bauernschleue. Und da ist noch viel, viel mehr passiert. Wir sind gut zusammengekommen. Deswegen jetzt, Fridolin, komm mal nach vorne und erzähl uns mal, warte mal kurz, ist das an? Oder nimmst du das? Ist nicht an. Nein, das ist an. Ja, es ist an. Hoi. Jetzt tut's? Okay. Lauter? Ja, ein bisschen. Ja, ist gut. Prima. Ja, es ist, glaube ich, gut. Ja, Fridolin, jetzt erzähl uns doch mal, vielleicht ganz am Anfang, wer du bist, was du machst. Weil ich glaube, für die meisten ist das eine völlig fremde Welt. Ja, ich bin Bauer. Ich von klein auf eigentlich, oder? Meine Eltern haben schon Landwirtschaft betrieben und das war einfach mit der Tradition so, dass man das einfach weiterführt und das haben wir auch gemacht. Und ich habe dann geheiratet und meine Frau, die ist schon seit 3 Jahren, als sie jetzt gesehen, sie 3 Jahre alt ist, ist sie schon auf der Alm mit ihrem Vater gewesen und das haben wir damals übernommen. Und also da, wo wir jetzt oben waren. Da, wo ihr jetzt wart. Da ist sie seit dem dritten Lebensjahr. Ja, also ja. Schon 68 Jahre. 58, entschuldige. Oh meine Güte! Jetzt ist die Lady. Ja. Wir sind schon 10 Jahre. In die andere Richtung wird es schlauer gewesen. Ja. Und kannst du mal ganz kurz erzählen, was macht ihr da? Weil für uns ist Alpe, wir kennen das so von alpinen Ski. Wir betreuen da 420 Stück Vieh einfach
von verschiedenen Bauern. Und die bringen im Frühjahr das Vieh. Das behüten wir eigentlich 100 Tage im Sommer und dann geht es wieder nach Hause zum Bauern. Also da waren jetzt drei Hütten, drei Stufenwirtschaft, ja, heißt das? Ja, die drei Stufenwirtschaft ist ein bisschen was anderes. Das ist, wenn man vom Tal ins Vorsitz und dann vom Vorsitz auf die Alpe zieht. Mhm. Bei uns ist das so, bei uns kommt es direkt auf die Alpe und da bleiben wir die 100 Tage und dann geht es wieder nach Hause. Nur das sind natürlich für so viel Vieh, reicht eine Fläche nicht aus. Das sind halt die verschiedenen Koppeln, mit denen wir mit dem Vieh immer weiter ziehen. Ihr geht da nach oben, also den Weg, den wir genau da gelaufen sind. Ja. Mhm. Also wir waren da mitten in seinem Arbeitsplatz da heute. Genau. Jetzt, ihr seid hier aufgewachsen, ihr seid hier geblieben. Ihr habt hier euer Leben, die Firma und so weiter, also sehr traditionsverbunden. Was macht das mit der Art zu denken, zu glauben? Es gibt da Traditionen hier und so weiter. Ihr seid dann da geboren. Ja, ja, wir sind katholisch aufgewachsen, da hineingeboren und da hat es so ein Sprichwort gegeben, wo man einem immer wieder gesagt hat, wenn man nicht getan hat, was die Eltern wollten, dann haben die gesagt, du wirst schon noch katholisch werden. War so ein Satz, wo, und der hat mich immer sehr bewegt. Eigentlich, also damit hat er gesagt, du wirst schon noch konform gemacht. Ja, so ist es. Ja. Und das war ja damals auch vor der katholischen Kirche aus so, dass man eigentlich alle zum Katholizismus gezwungen hat, eigentlich. Mhm. Oder beziehungsweise das geht vom 15. bis 16. Jahrhundert, da waren bei uns diese Wiedertäufer und die haben die Bibel als Grundlage gehabt und von daher kommt das Wort eigentlich, du wirst schon katholisch werden, weil die hat man gezwungen, entweder zum Auswandern oder man hat sie verbrannt oder sie haben halt getan, was da. Und ich habe da ein paar Sachen gelesen aus der Region, also da sind tatsächlich Menschen umgebracht worden. Ja, ja, die sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und also für ihre Glaubensüberzeugung, die sie aus der Bibel gewonnen haben. Ja, genau. Und das war interessant, gerade vor zwei Jahren, da war in Au eine Gedenkstätte errichtet worden, wo von diesen Wiedertäufern. Und das Interessante war, die haben als ihre Grundlage die Bibel alleine gehabt. Und das ging so weit, dass der Pfarrer sogar in der Kirche die Hostien gezählt hat, dass er wusste, wie viele da sich dieser Bewegung angeschlossen haben. Oder? Mhm. Und dort, wo diese Gedenkstätte errichtet worden war, genau, da, also der Mann ist auf dem Scheiterhaufen, der verbrannt worden ist, oder umgebracht worden, ja. Und da war der Pfarrer, hat gesagt, also er möchte, dass dieser Mann auf seinem Friedhof beerdigt wird, weil das so ein gläubig frommer Mann war. Also das war, als er tot war, da war das offensichtlich, dass der wirklich seinen Glauben gelebt hat. Dann hat das Eindruck hinterlassen. So, aber davor haben sie... Ja, ja, davor, wenn du nicht machst, was wir wollen, dann... Das ist verrückt. Dann wirst du eliminiert. Das ist einfach so. Eine kurze Frage. In welcher Zeit? Oder? Ja, 15, 16. Jahrhundert, da waren die Barockbaumeister von Au. Und die sind nach Deutschland und zum Arbeiten und die haben das Evangelium mit nach dem Vorarlberg gebracht. Ja. Das war zur Zeit Zwingli, in der Zeit war das. Ja. Und du bist also hier aufgewachsen. Wie kam es dann, ja, wir haben ja darüber gesprochen, jeder Mensch sucht, war das bei dir auch so? Hast du, ja, ja. Weil ich kann mir ja vorstellen, ja, oder erzähl du selber, wie ging es dir damit? Wie ist dein Weg?
Das war halt ungefähr, ich war 20 Jahre alt und da habe ich mir die Frage gestellt, ob die Geschichte mit diesem Jesus überhaupt wahr ist. Oder die wird da wirklich eine ganze Welt belogen damit? Könnte ja sein. Ja? Also einfach gezweifelt. Und das, ich habe dann meine Mutter einmal gefragt, ob sie sich sicher ist, dass dieser Glaube, dass da alles stimmt. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie hofft es. Das war mir zu wenig. Und ich habe dann wirklich gesucht und es war tatsächlich so, wie Cornelius gestern aus der Bibel gelesen hat, der Herr findet dich. Er findet dich wirklich. Wir waren am Anfang verheiratet und wir sind spazieren gegangen am Abend und da haben wir auf der Straße einen Prediger kennengelernt. Und der war, von dem war er so fasziniert, der hat die Bibel auswendig gekannt. Also wirklich buchstäblich. Der hat mir alle Fragen können beantworten, außer Bibel. Und das war schon eine prägende Erwälder zum Umdenken, dass er das glaubt, das ist nicht ganz einfach. Das muss einer Fährte bringen, das ist einfach so. Und es war gerade eine lustige die Geschichte, die ich erzähle, weil gerade der Manfred auch hier ist, der war gerade zu dieser Zeit bei uns und hat das, die Bücher verkauft und auch hat uns das Buch von Jesus angeboten und die kurze Zeit später haben dann die persönlich die kennengelernt in der Gemeinde, das war dann ganz lustig. Es ist einfach so, er findet dich. Und ihr habt einen persönlichen Glauben zu Jesus gefunden, ihr habt eure Überzeugungen gefunden? Ja, wir haben dann vor dem Prediger haben wir Bibelstunden gekriegt. Mhm. Die Bibelstunden gingen tatsächlich von abends um 8 bis morgens um 4. Also das war wirklich richtig hart. Ja, da ging's zu weil der hat mich mal locker gelassen. Ich bin ihm heute sehr dankbar dafür, weil das, ich muss nochmal sagen, einen Wälder so umzukrempeln, das braucht schon was. Du bist dann zum Glauben gekommen, zusammen mit deiner Frau. Ja, wir haben uns dann taufen lassen ja. Und sind dann in eine Gemeinde gekommen, wo jetzt eigentlich die 30 Jahre war. Ja. Und nur nach der Taufe, du denkst, du bist jetzt eigentlich schon fast im Himmel. Aber das ist denn halt nicht so. Weil da erlebst du einfach Leute, die aus verschiedenen Sachen eine Religion machen. Zum Beispiel mit dem Essen oder mit irgendetwas. Und mit dem musst du lernen zum Umgehen einmal. Und dass da das schwierig ist, dass du nicht in den Fanatismus reinkommst einfach. Und wo einfach manche drin sind. Und das ist, glaube ich, das, wo das die schwierigste ist, weil du kannst durch die vielen Sachen einfach von Gott weggebracht werden. Ja. Und wir sind heute zu dem Entschluss gekommen, einfach ist wie das zweite Zeugnis gestern war von der Christina. Christina. Es ist einfach die Bibel alleine die Grundlage und nichts anderes. Mhm. Und da kann ich ja jeden appellieren, lies die Bibel und du bist auf dem richtigen Weg. Mhm. Das wird auch das Thema von heute sein. Ja, da wollen wir hin. Ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja, ich war da in der Gemeinde und da hat man davor gelesen, ich habe schon am Anfang am Straßenprediger die gehört, aber mir ging es fast als wie dem Nathanael, was kann da ohne Gutes kommen?
Ja, das sind mir die Liebsten. Die muss täglich sein. Mit denen komme ich zurecht. Und das haben wir verkündigt bei uns in der Gemeinde und mir ging es wirklich durchs Herz. Das ging mir durchs Herz, du musst da hin. Und ich bin nach Hause und habe zu meiner Frau gesagt, du, da gehen wir hin. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben uns dann ganz kurz unterhalten nach dem Vortrag und ich bin nach Hause. Ich habe noch seine Telefonnummer aufgeschrieben und die Frau war dann auf Reha und in der Zeit habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, ich könnte eigentlich den Cornelius einmal anrufen. Und das habe ich dann gemacht. Der hat kein Telefon abgenommen, habe ich gedacht. Der hat dann zurückgeschrieben, wer bist denn du, oder? Und dann habe ich ihm das kurz erklärt und dann hat er gesagt, ich kann mich genau an dich erinnern. Und sage und schreibe, 2 Monate später war er bei uns im Riegenzer Wald und da haben wir die ersten die Vorträge gehabt eigentlich. Und beim Herr in der Werkstatt, ne? Ja, beim Herr in der Werkstatt. Aber und da bin ich auch wieder hin. Richtig cool. Ja, jetzt haben wir immer dieses Jahr gesagt, wir machen etwas Größeres. Ja. Und mich freut es wahnsinnig, dass wirklich so viele Leute da sind. Und übergib dir das Wort jetzt. Ja. jetzt, wo du sagst, aber im Telefon erinnere ich mich da. Ja. Aber es kam doch was Gutes. Ja. Ich bin halt auch skeptisch, ne? Wenn du an jedes Telefonat rangehst, oder dann bist du auch nicht mehr glücklich. Ja, Fridolin hat schon ein paar Sachen gesagt. Es ist schon interessant, um es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, wenn ich so im Nachhinein zurückgucke, wie wir die Vorträge gemacht haben, wie wir uns näher kennengelernt haben und so. Das hat schon auch eine Weile gedauert von beiden Seiten, bis man irgendwie den anderen so weit durchschaut hat, dass man sich getraut hat, vielleicht ein bisschen mehr rauszulassen. weil jeder immer denkt, Mensch, wo steht der andere vielleicht? Nicht, dass ich jetzt in den Wespennest stoche und die Beziehung ist dann wieder kaputt, ne? Und wir haben dann irgendwie plötzlich gemerkt, ja, halt mal, wir brauchen gar nicht jetzt so weiter tun, wir sind uns einig da in den wesentlichen Dingen. Und das ist so eine fantastische Freiheit, wenn man das einfach merkt, dass man mit seinem Glauben von dem anderen respektiert wird. Auch wenn, wir haben es gar nicht nötig, jetzt über alle theologischen Punkte zu reden. Mir hat mal einer gesagt, wirklich, das ist kein Witz, mir hat mal einer gesagt, lass uns mal über den Glauben reden, mal sehen, wie weit wir kommen, bevor wir uns trennen. Ich habe gedacht, der macht Witze. Aber der hat das ernst gemeint. Wir haben uns dann ein paar Mal getroffen, wir haben über Glauben geredet, über dies, über jenes. Und dann kam der mit irgendeiner Theorie, die habe ich nie gehört, nachdem ich 20 Mal die Bibel gelesen hatte. Ich weiß nicht, wie man auf solche Gedanken kommt. Und da war die Idee, dass bevor Jesus wiederkommt, müssen wir eine Zeit lang vollkommen perfekt heilig sein, ohne Jesus und den Heiligen Geist. Nur dann würden wir in den Himmel kommen. Ja, wie kommt man auf solche Ideen, Leute? Also da brauchst du jemanden von der anderen Seite, der sowas einflüstert. Das ist meine Meinung. Und ich war da, ich hab gedacht, hä, was soll das? Du, dann hat er den Kontakt zu mir abgebrochen und hat mich als babylonischen Priester in der ganzen Region verschrien und so weiter. Heftig. Und wenn du solche Sachen erlebst, natürlich bist du vorsichtig. Du triffst neue Leute. Sag mal, kann das denn die Wahrheit sein? Es ist so schmerzhaft, immer wieder Beziehungen aufzubauen, immer wieder Vertrauen, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und dann ist man sich einig über Jesus, über das Evangelium. Und da kommen irgendwelche Randthemen. Und dann bist du wieder weg vom Fenster. Das ist so schmerzhaft. Da hat mal ein kluger Mann gesagt, Leute, entweder Jesus Christus vereint uns, oder alles andere hat das Potenzial, uns zu trennen. Denk mal darüber nach. Und das ist so. Ich kenne Gemeinden, die haben sich gespalten, weil sie sich über die Gardinenfarbe nicht einigen konnten. Ja? Guck da mal an, was wir heute für Themen haben in der Gemeinde.
Ihr müsst euch bewusst machen, wie Satan arbeitet. Satan will immer Beziehungen zerstören. Immer. Er will immer spalten. Spalten, spalten, spalten. Und gibt es nicht genug Themen? Jedes weltliche Thema hat das Potenzial, uns zu trennen. Jedes. Guckt euch mal nur mal an, was wir so in den letzten Jahren hatten. Ja, schwarz und weiß, black and white. Ja? Das hat zu Spaltung geführt. Weltweit in zig Gemeinden. Hat uns jetzt nicht so sehr betroffen vielleicht. Vielleicht aber doch. Dann das Thema, was haben wir denn gehabt? Corona. Ja, wer erinnert sich daran noch? Das Thema Corona. Und plötzlich wurde gestritten und diskutiert. Ja. Und dann Ukraine, Russland. Wir sind in Russlands deutschen Gemeinden. Da sind ja sehr viele. Ja, meine Frau ist in Belarus geboren. Ihre Schwester ist zusammen mit einem Ukrainer. Ja, was meint ihr, Leute? Ja, das ging durch die Familien, das ging durch die Gemeinden. Nicht? Jetzt das Thema Israel, Hamas. Und ständig werden wir konfrontiert, was meinst du dazu? Was meinst du dazu? Und dann, ja, sagst du deine Meinung, ja, dann bist du unten durch. Leute, Vorsicht. Entweder Jesus Christus vereint uns oder anders, alles andere hat das Potenzial, uns zu trennen. Auch Fragen nach dem Lifestyle, du hast es angesprochen. Ja? Ernährungsfragen, andere Sachen, Klima und so weiter. Die ganzen Sachen, alles kann dazu führen, dass man Menschen als Christen zweiter Klasse behandelt oder ganz mit ihnen bricht. Da gibt es ein gewaltiges Problem. Deswegen, Leute, lasst uns mal einsteigen. Kirche auf dem Prüfstand. Kirche und Glaube auf dem Prüfstand. Guckt doch mal, ihr habt, viele von euch haben ein Auto immer noch, trotz Klimakleber. Schämt euch. Ja? Nein, Spaß. Ihr müsst mit eurem Auto zum TÜV. Für uns ist das besonders schlimm. Wir haben ja unser Auto in Deutschland gemeldet, sind in Schweden, wir müssen immer nach Deutschland fahren. Meine Zeit. Beim TÜV, da wird ja das Auto geprüft, ne? Ob da Mängel sind, ob es verkehrstauglich ist, ob man das auf die Straße zulassen kann. Und da gibt es ja Regeln, nach denen die prüfen. Die können ja nicht einfach so, wie sie selber das jetzt gerade wollen. Die haben ja Vorgaben, was sie kontrollieren, was funktionieren muss, wo die Grenze geht und so weiter. Mein Schwager, der Kirill, der bei uns auch ein Jahr in Schweden war, der hat da in der Sommerpause TÜVs geprüft. Also auch die Prüfstellen werden geprüft, ob sie ihre Arbeit gut machen. Der hat also ein Auto gekriegt und da hat man Mängel versteckt. Die haben Mängel eingebaut. Damit ist er dann zur Prüfstelle gefahren und dann die Frage, finden die die Mängel und wie gehen die damit um? Und er hat es tatsächlich mal erlebt, dass ein Prüfer, der war so freundlich und ihm so wohlgesonnen, der hat einen gravierenden Fehler an der Bremsanlage gefunden, hat ihn darauf hingewiesen, aber hat ihm die Plakette gegeben. Leute, das war hart. Er musste das melden. Das war für den echt heftig, weil der Kerl hat es ja gut mit ihm gemeint. Ne? Und jetzt muss er ihn anzeigen. Weil Leute, überlegt euch mal, das kann der nicht machen. Der riskiert damit Menschenleben. Der kann den doch nicht mit dem Auto auf die Straße lassen. Was ist denn das in Wahrheit gut gemeint? Der riskiert Menschenleben. Leute, das ist einfach, das geht nicht. Und Leute, auch in den Gemeinden gibt es so viele Menschen, die es gut meinen, die lieb sind, die nett sind. Aber das macht die Sache nicht besser, wenn sie falsche Lehren verbreiten, wenn sie falsche Praktiken machen, wenn sie... Versteht ihr, was ich meine? Deswegen auch die Kirchen, auch die Gemeinden, die Traditionen, die Praktiken, was man macht, es muss auf den Prüfstand. Immer wieder aufs Neue. Du kannst mir nichts erzählen, es steht nirgends in der Bibel, sei deiner Kirche, in die du hineingeboren bist, loyal gegenüber. Ordne dich allem unter, ohne zu hinterfragen. Das steht da nicht. Sondern da steht, prüft alles. Behaltet das Gute. Schaut, die Bibel, wenn ihr sie gelesen habt, da warnt Gott in aller Deutlichkeit. Jesus warnt, die Propheten warnen, die Apostel warnen vor Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte.
Sie warnen vor falschen Propheten. Sie warnen vor Irrlehren, sogar vor dämonischen Irrlehren. Da muss ich doch prüfen. Jetzt die Frage ist, wie kann man prüfen? Anhand von was kann man prüfen? Die Bibel. Wenn das nicht mehr gilt, Leute, was gilt dann? Wir haben doch die Bibel als Wort Gottes. Jeder von euch, der sie kennt, das sind klare Vorschriften auch über Gemeindeordnungen, über was ist das Evangelium, was nicht, über das Heilsverständnis, verschiedene Dinge, über alles. Jetzt ist ja eine frustrierende Situation. Also ich kann es echt verstehen. Ich glaube, ein Grundelement, wenn du Gottes Wort verkündigen willst, ist, dass du die Menschen da draußen verstehst, denen du etwas sagen möchtest. Ich verstehe die Leute da draußen, warum sie die Bibel nicht lesen. Guckt euch doch mal an, was für einen Eindruck die bekommen. Da sind so viele verschiedene Kirchen, die haben alle die Bibel, die gleiche Bibel in der Hand. Aber an jedem Punkt lehren sie was völlig Unterschiedliches. Da fragst du dich doch, wie ist das möglich? Da ist eine Bibel und die machen so, die machen so. Und alle sagen, wir sind richtig, die sind vom Teufel. Man bekommt doch den Eindruck, dass die Bibel so formuliert ist, so schwammig, so nebulös, dass jeder sich das zurechtbiegen kann, wie er es will. Ist das so? Jeder, der von euch die Bibel gelesen hat, der weiß, dass es nicht so ist. Das Verrückte ist aber, wir sehen die Fehler mal bei den anderen, unsere eigenen nicht. Das ist ja schon dieses Beispiel, was Jesus mal gesagt hat, ne? Zieh dir doch erstmal selber den Balken aus dem Auge, bevor du den Splitter bei einem anderen rausziehst. Leute, das ist Wahnsinn. Was wir in Schweden erleben, das ist echt krass. Ich sage euch ein Beispiel, in einem Dorf, das ist zum Heulen, aber ich bin halt so gestrickt, wenn man heulen sollte, dann lache ich. So wie Laurin gesagt hat, mir fällt es auch schwer zu heulen. Dann lache ich, weil da weiß ich nicht mehr weiter. Ein Dorf, oben in den Bergen und 5 Gemeinden in dem Dorf. Und jede der Gemeinde sagt zu den verbliebenen Menschen, die nicht zu einer Gemeinde gehören, kommt zu uns, die anderen sind vom Teufel. Jetzt überleg mal, die Leute, die da leben, die Ungläubigen, wie es denen geht. Es sind eh nur wenige Leute im Dorf, der nächste Ort ist 80 Kilometer weit weg, die wollen da mit jedem gut Freund sein, die brauchen auch einander. Die wollten einfach nur in Frieden mit ihren Nachbarn leben. Jetzt kommt der Nachbar rechts und sagt, komm zu uns. Die anderen sind vom Teufel. Der Nachbar links sagt, nein, 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 komm zu uns. Die anderen sind vom Teufel. Was soll der denn machen? Ich sage euch, was der macht. Der geht zu niemandem mehr. Ist das so schwierig zu verstehen? Die Schweden verstehen nicht in den Gemeinden, warum keiner mehr sich einladen lässt. Niemand, Leute, kategorisch. Wir haben bei uns am Ort, manche von euch waren da, wir leben nicht in Illusionen. Glaubt nicht, dass wir Gottesdienste machen und ich darauf warte, dass einer aus dem Ort kommt. Ja. Ich lebe doch nicht in Illusionen, da kommt keiner, nie wieder. Ja? Und wir können nur Gemeinde dort bauen, wenn wir losgelöst sind von den Illusionen. Ich warte nicht, dass die kommen. Du kannst genauso in der Küche stehen mit der Pfanne in der Hand und warten, dass der Fisch da reinhilft. Nee, da musst du zum Fluss und angeln. Wir müssen rausgehen, wo die sind. Wir warten nicht mehr, dass die kommen. Da kommt niemand mehr. Der Zug ist abgefahren. Und der Grund liegt genau in dieser Haltung. Wenn du so mit Menschen umgehst, sorgst du dafür, dass die von Jesus und dem Christentum nichts mehr wissen wollen. Es ist sehr interessant. Die Leute sind dann völlig konform in Schweden mit ihrer Kirche. Und wenn ich dann eine gute Beziehung hatte, weil das pflege ich, und das geht in manchen Ländern, ich habe in Tschechien, in Slowakei, wenn wir Straßenevangelisation gemacht haben, Abendvorträge, da ist ein ganz anderes Klima. Da habe ich zusammengearbeitet mit Katholiken, Orthodoxen, Evangelischen, Lutheranern, Calvinisten, Brüdern, Adventisten, Pfingstler, Baptisten, Methodisten, Mennoniten,
Was gibt's alle? Skipisten gibt's auch noch. Hat mich nie interessiert. Das Interessante ist in Tschechoslowakien, und da seht ihr wieder, wie ein Minus ein Plus werden kann. Der Kommunismus, der eiserne Vorhang, die Unterdrückung, alles schlechte Sachen. Nur zu was hat das geführt? Der Staat hat die gesamten Kirchen dazu gezwungen, dass sie auf ein und derselben Fakultät studieren müssen. Jetzt mussten also Baptisten, Mennoniten, Adventisten, Pfingstler, die mussten alle zusammen auf einer theologischen Fakultät zusammen studieren. Ja, was passiert dann? Erstens, der Druck von außen hat die zusammengeschweißt. Die konnten sich nicht mehr erlauben, gegeneinander dazu arbeiten. Zweitens, Theologie ist wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Aber die haben dort gelernt, den Menschen kennenzulernen. Auch in seinem Prozess, da wo er herkommt. Die haben gelernt, miteinander zu reden, miteinander zu sprechen, mit der Bibel in der Hand. Wie siehst du das? Wie hast du das gelernt? Und siehe da, du kommst plötzlich in ein Klima, wo die Leute einander kennen, einander schätzen, da ist ein ganz anderer Respekt. Und was passiert ist, weil ich sehr christuszentriert predige, haben sie mich alle gemocht und haben mich eingeladen und haben gesagt, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Ich kam dann an den Ort. Ich wusste überhaupt nicht, wer was ist. Ich weiß es bis heute nicht teilweise. Es juckt mich auch nicht. Weil die Identität, ich auf jeden Fall, ich habe meine Identität nicht durch eine menschliche kirchliche Organisation, sondern durch eine himmlisch-göttliche Person. Und das ist Jesus Christus. Ich bin ein Christ. Und zwar deshalb, weil Christus in mir lebt. Ich bin ein Kind Gottes und ich rechne mich zu dem weltweiten Leib Christi, zu dem jeder gehört, der an Jesus Christus glaubt, wiedergeboren ist, bekehrt ist. Versteht ihr, was ich meine? Und Gott holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Guck mal, wir beurteilen Menschen oft, was ich immer diese Frage gestellt bekommen habe. Leute, ich hab die Krise gekriegt und die Krätze und Pickel. Wir waren auf Straßeneinsätzen. Ich will Menschen für Jesus erreichen, schon als junger Prediger. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, dort auf den Festivals, Konzerten, Rockertreffen, egal wo ich war. Zu welcher Kirche gehörst du? Ich halt immer freimütig geantwortet damals und merke plötzlich, meine Antwort ist eine 50-50-Situation. Entweder mein Gegenüber bricht sofort das Gespräch ab, oder er hat mit dieser Kirche, wo ich war, gute Erfahrungen gemacht. Und dann geht das Gespräch weiter. Und das hat mich frustriert. Das hat mich völlig frustriert. Ich habe damals, weil mein Vater ist Baptist-Theologe, konservativ, und da bin ich aufgewachsen. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin Baptist. Ja, da war bei manchen sofort die Tür zu. Das hat mich so frustriert. Ich bin da ins Gebet gegangen. Ich habe gesagt, Jesus, also das geht doch so nicht weiter. Was soll ich denn antworten? Was soll ich denn machen? Dann sagt mir Jesus glasklar, wer hat dir denn gesagt, dass du dich zum Baptismus bekennen sollst? Du sollst dich zu mir bekennen. Und dann hat Gottes Geist mir gesagt, sag in Zukunft Folgendes. Ich bin nicht hier wegen einer Organisation, sondern wegen einer Person. Jesus Christus. Kennen Sie ihn? Leute, und plötzlich ist das ganze System, politische Dinge auf die Seite geschoben, du bist mitten im Zentrum. Und siehe da, dann war oft die Antwort, ja, Jesus kenne ich. Und gleichzeitig ein Respekt, weil die sich gewundert haben, dass ich hier bin und über Jesus rede, während alle anderen immer nur über ihre Kirche reden. Und der klassische Unterschied, was ich mir angewöhnt habe, einfach von der Bibel durch Johannes den Täufer, der nicht gesagt hat, kommt zu mir, kommt zu uns, sondern geh zu ihm. Leute, ich glaube, wenn wir aufhören würden zu sagen, kommt zu uns, sondern wenn wir sagen würden, kommt zu Jesus, dann würden die Menschen zu uns kommen. Aber solange wir sagen, kommt zu uns, kommen die Menschen nicht zu uns. Vielleicht auch zu Recht. Weil sie nur merken, es geht uns um Zahlen, um Erfolgsmeldung. Wenn die Leute dann da sind und sie den Bibelkurs durchlaufen haben, vielleicht getauft sind, dann lässt man sie links liegen. Man hat Erfolge,
und man sucht sich den Nächsten. Und jeder merkt eigentlich, sag mal, es geht gar nicht um mich, um meinen Glauben, meine persönliche Entwicklung. Es geht nur darum, dass ein Platz voll ist. Es ist leider oft so in den Gemeinden. Ich habe genug erlebt, Leute, in der Zusammenarbeit mit Pastoren und Missionaren, die Erfolgsmeldungen präsentieren müssen. Ist leider oft so. Jesus Christus muss zurück ins Zentrum. Das ist so wichtig, Leute. Und ich habe dann Folgendes gemerkt. Ich habe nachgedacht, wo Gott mich so gelenkt hat. Ich habe damals gedacht, ja, halt mal. Wenn ich sage, ich bin Baptist, was verstehen denn die Leute, mit denen ich rede? Die verstehen ja nur das, was sie kennen. Und jetzt ist es ja so, es gibt ja zig verschiedene Baptisten. Es gibt liberale Baptisten. Damals, wo ich jung war, ist der Hauptevangelist der Baptisten durchs Land gereist, hat Jugendkreise besucht und denen erklärt, wie man Kondom benutzt. Zum Beispiel. Ein Baptist. Dann gibt es Baptisten, die sind militant in Amerika, die erschießen Abtreibungsärzte. Also ich meine, wenn ich sage, ich bin Baptist, was versteht mein Gegenüber? Vielleicht denkt er, ich habe eine Knarre dabei und knall ihn gleich ab. Der Mensch geht doch immer von dem aus, was er schon erlebt hat. Und von dem her habe ich gemerkt, das ist nicht vernünftig, dich zu einer Organisation zu bekennen, die auch innen drin so zersplittert ist. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, Leute, schaut euch mal die verschiedenen Kirchen an, jede einzelne. Die sind so ineinander zersplittert. Ich war mal bei einem Kongress, da muss ich wieder lachen, eigentlich sollte ich heulen. Ich war mal bei einem Kongress von einer Kirche, ich sage jetzt den Namen nicht, das ist mir aber in verschiedenen Kirchen passiert. Ich bin als Redner eingeladen, wirklich tatsächlich lustigerweise in der Kirche auf Pastorenkonferenz und dort als Redner als Pastorenkonferenz. Umgekehrt auf der Pastorkonferenz als Redner. Und Leute, was mich aber witzig dünkt, da bist du jetzt bei einer Kirche und hörst die gleichen Phrasen. Wir sind die richtige Kirche, wir sind die letzte Kirche, wir sind die einzige Kirche Gottes. Da denke ich, krass, das habe ich letztes Mal bei der Pastorkonferenz bei den anderen auch gehört. Und jetzt sind da 1000 Leute anwesend. Und wiederholen, wir sind die richtigen, wir nicht. Dieses patriotische Einschwören. Leute, ist das geistlich? Ich weiß nicht. Also, ich habe da meine Meinung zu. Und was dann so interessant ist, wir sind die richtige Kirche. Ich bin da nach vorne gegangen, ich durfte das ja, ich war Redner, ich bin nach vorne gegangen und habe gesagt, Leute, Entschuldigung, ich bin hier ja Gast. Ne? Manchmal ist es gut, sich dumm zu stellen. David hat sich sogar mal wahnsinnig gestellt, das hat uns Leben gerettet. Ich stelle mich immer dumm, das hat mir auch bisher oft das Leben gerettet. Das ist der Vorteil von einem Klugen, der kann sich dumm stellen, aber ein Dummer, der kann sich nicht klug stellen. Also, ich habe dann, als ich vorne war, gesagt, Leute, helft mir, ich bin hier Gast. Ihr sagt, wir sind die richtige Kirche. Ja, aber wer denn von euch? So wie ich das bisher gehört habe, ihr seid völlig untereinander versplittert. Da gibt es dieses Lager, die so glauben, ihr glaubt so und ihr sprecht denen sogar den Glauben ab. Also wer jetzt von euch ist die richtige Kirche? Da haben die mich alle entsetzt angestarrt. Weil sie gemerkt haben, da ist ein Fünkchen Wahrheit. Leute, was machen wir uns denn vor mit diesem ganzen patriotischen Gelaber? Weil ich kann das nicht mehr hören. Ja, wir sind. Und wenn du genauer hinguckst, da ist nur Streit, nur Zank. Aber wir sind. Ja, das ist heftig. Ihr wisst das, Leute. Wir haben in allen Kirchen mittlerweile so viele verschiedene Strömungen, Tendenzen, wo sowas von krass sind. Ja? Die Welt hat ihren Einfluss längst. Wir müssen prüfen, was haben wir da. Jeder von uns ist herausgefordert, die Bibel zu lesen. Jeder. Ich kann euch nur ermutigen, macht das. Setzt mal eure Kirche, euren Glauben auf den Prüfstand. Und vielleicht denkst du, du bist nicht der Richtige dazu, das zu machen. Ja, wer denn dann? Gott hat dir deinen Kopf gegeben, also gebrauch ihn. Vertrau doch mal Gott, dass er das, was er gesagt hat, auch ernst meint. Er will dir ja helfen. In Johannes 14, 26 sagt Jesus, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, dann erlebt das doch mal, dass Gottes Geist dich belehrt, dass er dir gewisse Dinge zeigt.
Er fängt aber dort an, wo er will. Vielleicht bist du interessiert an Theologie, an theologischen Fragen und so weiter. Und Gott arbeitet aber an deinem Charakter. So ging es mir, wo ich auf die Bibelschule bin. Leute, Gott hat seine eigene Agenda. Meine Bibelschule hieß damals Lebenszentrum Adelshofen, an die evangelische Landeskirche angegliedert. Es war nämlich so, mein Vater, begnadeter Baptistentheologe, konservativ, also die Schule hatte ich. Mein Onkel mütterlicherseits war Leiter von Bad Gandersheim, 20 Jahre lang, Deutschlands charismatische Bibelschule. Den Teil hatte ich auch. Also habe ich mir gesagt, das mache ich was ganz anderes. Ich will mal gucken, wie die Landeskirchler ticken. Hab's nicht bereut. Das ist gut, sich nochmal mit den anderen auseinanderzusetzen und zu lernen, ja, wie verstehen die Bibel? Auch zu prüfen, was das, was ich glaube. Es ist immer so einfach, wenn du in der eigenen Suppe schwimmst und immer nur die Argumente von den eigenen Leuten hörst, ne? Und denkst, du bist so sicher. Dann redest du mal mit dem anderen und dann kommt manchmal nur ein Satz, weil du eine ganz andere Sicht hast und du bist völlig ausgehebelt, weil du denkst, halt mal, das habe ich so noch nie gehört. Ja, jetzt musst du das prüfen. Dazu haben nicht alle den Mut. Und die Leiter wollen das verhindern, weil du könntest ja verführt werden. Ne? Ja, mir hat das nicht geschadet. Lebenszentrum Adelshofen, ich stand da davor. Wirklich, ich übertreibe nicht, ich lüge euch nicht an. Ich stand davor und dachte, naja, das Leben hier interessiert mich weniger. Ich bin an Theologie interessiert. Gott hatte eine andere Agenda. Als ich mit der Schule fertig war, hatten sie den Namen geändert. Dann hieß es nicht mehr Lebenszentrum Adelshofen, es hieß Theologisches Seminar Adelshofen. Stand da vor dem Schild und habe gedacht, naja, die Theologie hin oder her. Aber das Leben hier, das habe ich gebraucht. Leute, Gott arbeitet an uns. Er hat seine Zeit. Und das ist ein Punkt, den ich euch ans Herz legen will. Es ist oft so, wie Fridolin gesagt hat. Wir gehen oft, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, gleich mit dem Bibelstudium los. Leute, Bibelstudium ist gut, aber es ist nicht alles. Und wir müssen auch Menschen in ihrem Prozess sehen. Oft geben wir ein Bibelstudium über irgendein Thema, aber der hat doch ein ganz anderes Problem. Ich will dem irgendwas beibringen über, ich sage jetzt mal, Dreieinigkeit, aber der hat Eheprobleme, der steht kurz vor der Scheidung. Der braucht doch eine ganz andere Hilfe. Und vielen fehlt da völlig der Sinn, überhaupt zu gucken, was braucht der denn? Man will nur sein Zeug dem reinhämmern. Und wenn er dann die Punkte alle abgehakt hat, jetzt bist du, ja, was bist du? Weisheit, Leute, betet um Weisheit. Johannes 16, Vers 12, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Ist das nicht krass? Ich glaube, wir sind uns einig. Jesus wusste alles und er wusste es am besten. Das bedeutet aber nicht, dass er mit allem gleich auf alle losgeht. Sondern eben, weil er weiß, ein Kind braucht Milch. Leute, mein Lieblingsessen sind Hamburger. Alternativ Beef. Wenn ich jetzt also das Beste für unsere neugeborenen Kinder mache, dann ist ja klar, ich stopfe denen einen Rostbraten rein. Ja, Leute, bin ich denn doof oder was? Das, was für mich das Beste ist, das ist doch für einen anderen vielleicht der Tod. Leute, ich erzähle euch nichts, was ich nicht selber gemacht habe. Es gab damals ein Buch, das hat mich so begeistert bis heute. Es ist das Beste, das ich je gelesen habe. Aber ich war damals so ergriffen von dem Inhalt, dass ich nur darüber reden konnte. Und da kam ein Rauschmeißer-Kollege von mir, der wollte heiraten. Und der war auch, der hatte, so wie ich es gesagt habe, der war bei einem Gottesdienst dabei, der war wirklich angerührt von Gottes Geist, der war offen, hat Gott gesucht und dann wollte er heiraten. Leute, und ich war, ich sag's jetzt, weil ich jetzt über mich rede, ich war so dumm, ja, wie Stroh. Ich saß am Abend mit dem zusammen und musste ihnen meine neue Erkenntnis erzählen. Leute, die haben sich bis heute nicht mehr gemeldet bei mir. Lernt aus den Fehlern anderer. Wie viele Menschen haben wir schon davon gejagt, weil wir tolle Erkenntnisse haben? Aber wir hatten die Weisheit nicht. Wir können Recht haben in der Theologie, aber wir handeln Unrecht, weil wir keine Weisheit haben. Leute, und diesen Fehler, den ich damals gemacht habe,
der Gefahr sind wir ständig, den auch wieder zu machen. Und ich sehe den, am laufenden Meter sehe ich den. Wir haben bei uns in Schweden, Leute, ich drehe am Rad. Ich frage mich manchmal, Leute, wo ist das Hirn? Ja, ich war damals auch nicht besser. Da erinnert mich immer Gottes Geist dran. Aber wir haben einen Gast. Der schafft es. Ich habe das gehört. Ich laufe vorbei. Ich dachte, mir kommen die Tränen jetzt. Jetzt lache ich nicht mehr. Der schafft es von der Tür bis zur Garderobe mit einem anderen Gast ein Gespräch anzufangen über 666 in der Offenbarung. Leute, du bemühst dich, damit du mal einen oder zwei zum Gottesdienst bekommst, und dann kommt ein anderer Gast und vergrault die mit ihren Dingen. Irgendwelche Themen, die ihnen so wichtig sind, aber sie merken nicht, dass, was das bei anderen anrichtet. Andere sind da nicht. Die haben sich jetzt getraut, einmal zum Gottesdienst zu kommen, und dann werden sie angeballert mit solchen, ich sage jetzt Hamburger. Da fehlt es oft ganz einfach an Weisheit, Leute. Betet um Weisheit. Je mehr ihr wisst und je mehr richtige Erkenntnisse ihr habt, desto mehr Weisheit braucht ihr. Das ist so, so wichtig. Die Leute brauchen zuallererst und zentral und dann den Rest ihres Lebens Jesus Christus. Aber darüber sind viele nicht in der Lage zu reden. Das ist ein Christentum heutzutage, wo ich teilweise verzweifle. Wir haben Leute bei uns auf Besuch, die können über alle Themen reden, über alle. Und jetzt lasse ich es offen, ob ich das als richtig oder falsch ansehe. Das macht nichts aus, das tut nichts zur Sache. Wir haben Leute, Silas, erinnerst du dich, ne? Steht an der Baustelle, dann kommt einer und erzählt ihm, dass die Erde eine flache Scheibe ist. Ja? Dann kommt der Nächste, sagt, wo ist der Kaffee? Dann der gleiche, Kaffee, wie kannst du Kaffee trinken? Ja, und so geht's. Über alles können sie reden. Da habe ich gesagt, Kalle, jetzt bist du 2 Tage hier. Du hast zig Themen ausgepackt, von denen ich noch nicht mal gehört habe, dass es die gibt. Aber über Jesus habe ich dich nicht reden hören. In meiner Bibel steht, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Nicht wovon der Magen voll ist, geht der Mund über. Das auch. Ja. Paulus sagt, und das ist, Leute, so wichtig, lasst uns zurück zur Bibel. Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, Leute, das muss man sich vornehmen, ich habe mir vorgenommen, man muss sich da selber am Riemen reißen, man muss sich selber zügeln. Ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als Jesus Christus, als Gekreuzigten. Und wir müssen aufpassen, wir leben in dieser Zeit, wo alle Themen reindrücken. Die Leute kommen zu den Gottesdiensten. Boah, Corona. Boah, Ukraine. Boah. Leute, da. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf als Gemeindeleiter, als Pastor, als Verantwortlicher. Leute, lasst uns über Jesus reden. Und gerade in den Notzeiten, wo es drunter drüber geht und Leute offen werden, weil sie merken, was passiert in dieser Welt. Und sie kommen zur Gemeinde, weil sie ja merken, wie schlimm das da draußen ist. Und statt dass sie jetzt merken, wir haben etwas Wichtigeres, etwas, was uns Frieden gibt und Trost und Zuversicht und Freude. Nee, kommen sie zu uns. Und was ist bei uns? Boah, auch Diskussion, Streit, boah, hin und her, boah. Wundern wir uns, dass die wieder gehen? Ich habe unseren Leuten in Schweden gesagt, Leute, ob ihr euch impft oder nicht impft, die Schlimmsten sind die, die vom Thema infiziert sind. Da kannst du geimpft sein oder ungeimpft sein. Aber wenn du vom Thema infiziert bist, dann gibt es nur Streit und Chaos und alles. Und so ist das mit allen. Impf dich doch, das ist doch mir egal. Ja. Aber red nicht darüber. Und genauso der andere auch. Wir kommen zusammen, weil wir etwas anderes haben. Wir haben Jesus Christus. Ich möchte über das ganze andere Zeug nicht reden. Das ist nicht mein Ding. Lass die Welt darüber reden. Das ist wie wenn du zu Gottesdienst kommst und einer ist Barcelona-Fan und will ständig über Fußball reden und Barcelona. Alter. Das ist nicht unser Ding. Wir müssen gucken, dass Jesus Christus ins Zentrum kommt unseres Lebens, ins Zentrum unserer Gemeinde, und dass er da bleibt und dass er da
wächst. Und dass er da sich vertiefen kann. Jesus Christus. Guck doch mal, ich könnte jetzt natürlich anfangen, einige Lehren aufzuzählen, die ich als falsch ansehe. Mache ich aber nicht. Und den Gefallen tue ich euch nicht. Nein. Wozu ich euch aber auffordere, lest doch selber die Bibel. Ja, guck mal, ich nehme dir doch nicht deine Arbeit ab. Es ist dein Privileg, das zu machen. Der Winter kommt. Schmeiß den Fernseher raus, lest die Bibel und guck doch selber, lass dich von Gott leiten. Vielleicht bist du gerade mit irgendeinem Thema beschäftigt, aber Gott zeigt dir, lass mal dieses Thema. Hier gibt es ein Problem, über das ich mit dir reden möchte. Da ist etwas, was du noch in Ordnung bringen sollst. Ich kenne Leute, die laufen weg durch ihren Dienst vor dem, was Gott eigentlich von ihnen will. Es haben mir einige Pastoren gestanden, nachdem ich Seminare gemacht habe. Der Dienst für Gott ist die bestgetarnteste Flucht vor dem, was Gott manchmal von einem will. Du kannst sogar vor Gott bibellesend fliehen. Gottes Geist zeigt dir, du bring diese Sache in Ordnung. Oh, du nimmst die Bibel und liest. Oh, ich lese Bibel, ich lese Bibel. Ich will daran nicht denken. Leute, was ist das dann? Ich lese Bibel, ich lese Bibel. Nein, du veräppelst dich doch selber. Kennt ihr die Geschichte, wo Josua vor Gott im Staub liegt und betet, weil gerade ein Kampf völlig schief gegangen ist? Und Gott sagt, was kniest du hier rum? Steh auf und bring die Sache in Ordnung. Beten ist nicht immer das Geistliche. Manchmal will Gott, dass wir gehen. Ein anderes Mal sollten wir beten, aber wir beten nicht und machen was anderes. Merkt ihr was? Wir müssen mal lernen, in Harmonie mit Gott zu kommen. Vieles ist einfach nur so ein religiöses Getue. Lass dir mal von Gott die Themen vorgeben. Das eine muss nicht auf Kosten des anderen gehen. Ich sage, Bibelstudium ist eine tolle und wichtige Sache. Das kann auch parallel laufen. So souverän ist Gott. Ich kann heute ein Studium haben über Taufe oder irgendwas und trotzdem offen sein, dass Gott mir was anderes zeigt. Das eine muss nicht auf Kosten des anderen gehen. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. In der Bibelschule, wo ich war, haben wir einen ganz guten Unterricht gehabt zum Thema Sektenkunde. Jetzt wird es heftig. Woran erkennt man eine Sekte? Und da war das so, dass unser Direktor, der Bruder Oskar Völler, der ist leider mittlerweile verstorben, ein richtig feiner Kerl, der hat uns damals beigebracht, dass das war heftig und das sehe ich bis heute als richtig an. Und zwar Folgendes, vielleicht kennt ihr diese Solas, Sola Scriptura, Sola Christus, Sola Gratia, Sola Fide, also alleine die Schrift, alleine Christus, alleine die Gnade, alleine der Glaube. Du hast doch was dazugefügt, ne? Was denn, Leo? Soli Deo Gloria, alleine zur Ehre Gottes. Also, alleine zur Ehre Gottes. Das kann man noch hinterher. Anhand dieser Solas kannst du prüfen, ob, ich sag's jetzt radikal, wie es ist, ob du in einer Sekte gelandet bist oder ob deine Gemeinde auf dem richtigen Weg ist. Was wir gelernt haben, und das stimmt, er hat gesagt, eine Sekte sagt immer, ja, alleine die Schrift, aber, und dann kommt noch eine andere Literatur. Zum Beispiel das Buch Mormon, nicht? Wenn du mit einem Mormon auf der Straße redest, die sagen dir, ja, ich lese jeden Tag in der Bibel. Aber sie bieten dir was anderes an, nicht? Also alleine die Schrift, aber, wenn da einer aber sagt, Vorsicht. Oder alleine Christus, Christus genügt. Dann sagen sie ja, aber und kommen auch mit einem anderen Namen. Oder alleine die Gnade, wir sind aus Gnade gerettet, ja, aber. Und dann kommt irgendwas, nicht? Oder alleine der Glaube.
Ja, alleine durch Glauben. Aber du musst auch dies und jenes. Leute, Vorsicht. Überall, wo so ein Aber kommt, sag ich jetzt, da ist der Aberglaube. Das ist ein Aberglaube. Weit verbreiteter Aberglaube in unseren Kirchen. Leute halten sich für gute Christen, aber sie haben immer einen Aberglauben. Ich habe so viele Menschen getroffen. Leute, ich kann mir nicht helfen. Mich trifft das. Mir tut das weh. Mir tut das leid. Ich kann es aber nicht ändern. Dieses immer wieder merken zu müssen, wenn ich alleine die Bibel liebe, lese, als Wort Gottes akzeptiere und alleine Jesus Christus, es genügt ihnen nicht. Es reicht ihnen nicht. Sie wollen etwas anderes hören. Sie wollen mehr hören. Ja, aber was denn? Sie wollen einen anderen Namen hören. Sie wollen eine Organisation hören. Aber es reicht ihnen nicht, dass du die Bibel als Gottes Wort annimmst und Jesus Christus dein Herrn und Heiland und Erlöser. Nein, es genügt ihnen nicht. Und Leute, jetzt sage ich es frei heraus. Passt vor solchen Kreisen auf. Passt vor solchen Kreisen auf. Ich sag's euch, Jesus Christus genügt. Alleine er. Das Wort Gottes genügt. Es ist allgenügsam, damit du Gottes Offenbarung verstehst, seine Liebe, sein Erlösungsplan, sein Erlösungswerk, die Bibel genügt. Ich möchte mal behaupten, wer der Bibel und Jesus Christus etwas hinzufügt, der nimmt dort in Wahrheit etwas weg. Seid da mal schön vorsichtig. Da wird nämlich die Aufmerksamkeit weggenommen, auf etwas anderes gelenkt. Man beschäftigt sich plötzlich mit anderen Namen, mit anderen Personen, mit anderen Themen. Guck mal, was in der Bibel steht. Lasst uns zum Schluss noch ein paar Bibelstellen angucken. Jetzt könnt ihr notieren. Für alle diejenigen, die wirklich Gott suchen, weil das ist ja unser Thema, möchte ich euch sagen, dass die Bibel, und zwar die Bibel alleine, Gottes Wort ist und dass die Offenbarung mit der Bibel abgeschlossen ist. Schaut mal, was hier steht in Offenbarung 22, also ganz am Schluss, wo Jesus Christus höchstpersönlich sich dem Johannes offenbart hat, mit einer Botschaft nochmal für die Gemeinden, für die Endzeit. Und schaut mal, wie er das Ganze abschließt. Offenbarung 22, Vers 18. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Also, hier kann ich schon mal stehen bleiben. Worte der Weissagung dieses Buches, nicht eines anderen Buches. Der Geist der Weissagung ist in diesem Buch. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, also hier, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Meint Jesus, was er sagt? Er sagt nicht, wer diesen Worten etwas Schlechtes hinzufügt. Hier geht es nicht um schlecht und gut oder irgendwas, sondern er sagt, wer diesen Worten etwas hinzufügt. Dann gibt es nichts hinzuzufügen. Es gibt, wenn Gott einen Punkt macht, dann muss ich nicht den Mund aufmachen und weiterreden. Es gibt dem hier nichts mehr hinzuzusetzen. Guck mal, was steht im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, da gleich erstes Kapitel, erster Vers.
Da heißt es: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also, durch Propheten hat er geredet in der Vorzeit. Die Propheten hatten die Aufgabe, auf Jesus hinzuweisen. Jesus kam, hat das erfüllt, hat uns die letzten Worte gegeben und mehr braucht es nicht. Das ist das, was die Bibel sagt. In Hebräer 12, Vers 2, also im gleichen Buch, Hebräer 12, Vers 2, da steht, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Anfänger. Er hat Himmel und Erde erschaffen durch sein Wort. Er hat angefangen zu sprechen, sich zu offenbaren. Er ist der Anfänger und der Vollender. Wenn etwas voll ist, dann passt nichts mehr rein. Und wenn etwas am Ende ist, dann ist es aus. So einfach bin ich gestrickt. Vollender. Das, was wir glauben sollen, das haben wir durch ihn. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Mehr gibt es nicht. Es braucht nicht mehr. Guckt doch mal Kolosser. Was sagt der Apostel Paulus? Apostel Paulus, Kolosser 1, 9 und 10. Kolosser, habe ich jetzt hier die richtige Stelle? Nein. Dann nehmen wir Kolosser 2, Vers 3. Da heißt es, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das war vor kurzem die Jahreslosung. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und die andere Stelle, die ich, Kolosser 2, Vers 9 und 10, Entschuldigung, Kapitel 2. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Das heißt, in Jesus Christus sind alle, nicht die Hälfte, nicht vorläufige Erkenntnisse, in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn in ihm also tatsächlich alle Erkenntnisse und Weisheit verborgen sind, warum muss man mir dann einreden, ich habe einen Mangel, wenn ich nur Jesus habe? Warum muss man mir immer einreden, dass es irgendwo mehr gibt? Mehr Erkenntnisse? Irgendwo anders? Durch irgendjemand anders? Nein, hier heißt es, in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Also, ich muss mir ja nicht einbilden, dass ich schon die Fülle habe, so wie Paulus sagt. Ich muss mir doch nicht einbilden, dass ich bereits vollkommen bin. Das nicht. Aber wo suche ich? Wo komme ich weiter? Alleine in Christus. Nur in ihm kann ich zur Fülle kommen. Aber jetzt kennt ihr vielleicht die Situation, dass man dir sagt, nein, kümmere dich darum. Nein, oh, wenn du das liest, dort bekommst du die Fülle der Kenntnisse. Was für ein Reichtum. Ich habe mit so vielen Leuten diskutiert und gesagt, du, ich kapiere das nicht. Ich habe Jesus. Ich freue mich an den Erkenntnissen, die er mir schenkt, was ich mit ihm erlebe, Gebetserhörung und Führung und was wir heute auch besprochen haben, die ganzen Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen, die Gott tut in unserem Leben. Aber nee, das wischen die zur Seite. Dass ich Gott erlebe, dass ich Jesus liebe, spielt keine Rolle. Man redet mir einen Mangel ein. Du hättest so viel mehr, wenn du den als Prophet akzeptieren würdest oder den Guru oder das lesen würdest.
Leute, ich kann euch nur sagen, lasst die Finger von Menschen, die euch einreden, dass ihr einen Mangel habt, weil ihr euch auf Jesus konzentriert. Lasst das bleiben. Guckt in Epheser. In Epheser Kapitel 1, da steht eine wunderbare Tatsache, dass Gott alles zusammengefasst hat in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist. Alles hat er zusammengefasst, was im Himmel und was auf Erden ist. Also alles, was es zu erkennen gibt, was es für dich zu verstehen gibt oder das, was du brauchst, das hat er in Jesus Christus zusammengefasst. Also dumme Frage, wo kommst du an das Wissen und an die Erkenntnisse ran? Doch alleine bei Jesus. Schaut, das ist wie ein Smartphone. Ich liebe dieses Beispiel, mir fällt kein besseres ein. Ein Produzent eines Smartphones macht im Prinzip das Gleiche. Er versucht auf einem Smartphone so viele Apps wie möglich zusammenzufassen, oder? So viele Anwendungen wie möglich. Das hätte doch keiner für möglich gehalten vor 20 Jahren. Dass es mal so ein Gerät gibt, ja, mit dem du fotografieren kannst, mit dem du filmen kannst, mit dem du telefonieren kannst, rechnen kannst. Ich weiß, dass man da nicht alles kann. Ich habe so viele Apps auf meinem Telefon, ich glaube, ich blicke nicht mal 10%, wie die funktionieren oder wo sie sind. Ja. Ins Konto kann ich, Geld überweisen kann ich. Es ist doch völlig irre, ja. Da ist ein Wettlauf bei den verschiedenen Anbietern, wer bekommt noch mehr Applikationen, also Anwendungen, Apps auf dieses Smartphone. Und es ist so, wenn du das Smartphone hast, dann hast du die alle. All inclusive, oder? Selbst wenn du es nicht weißt, aber du hast sie. Guck, wenn mir jetzt einer sagen würde, kennst du die Fotofunktion? Und ich würde sagen, nö. Und dann würde mir sagen, ja, dann hast du kein Smartphone. Dann würde ich sagen, du spinnst doch. Ich nutze das doch jeden Tag. Ich schwatze doch mit Fridolin. Ja, was erzählst du mir? Nee, du hast kein Smartphone. Weil du kennst die App nicht. Leute, so behandeln dich manche Christen. Sie haben irgendeine Sondererkenntnis und fragen dich, ob du die hast. Und wenn du sagst, habe ich nie gehört, dann sprechen sie dir den Glauben auf. Also, kapiere ich nicht. Was aber unter Umständen sein kann, ist, dass ich Jesus habe, dass ich mit ihm lebe, dass ich ihn liebe, dass ich Sachen, aber dass ich gewisse Dinge noch nicht kenne, das kann schon sein. Ja? Ist euch mal aufgefallen, dass die Bibel sehr abstrakt eigentlich formuliert ist? Auch Jesus redet ziemlich abstrakt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Alten Testament steht, ich werde ihn euch als Bund geben, also Substantive, sachlich gedacht. Im Korinther steht, dass Jesus uns gemacht ist zur Weisheit, zur Erlösung, zur Rechtfertigung. Das sind lauter verschiedene Apps. Johannes sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Der hat all inclusive. Leben ist all inclusive. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Was aber nicht heißt, dass du schon damit umgehen kannst. Aber du hast es durch Jesus. Und nur in Jesus wirst du damit lernen, umzugehen. Wenn ich eine Fotofunktion habe auf meinem Smartphone und ich weiß nicht, wie die funktioniert, dann muss ich mich doch mit meinem Smartphone beschäftigen. Ich kann doch nicht einen Kalender nehmen oder ein Lineal oder eine Orange, auch wenn sie gesund ist. Wenn du die verschiedenen Dinge, die du brauchst, kennenlernen willst, dann nur durch Jesus. Nur durch ein tieferes Verstehen von Jesus. In ihm ist die Fülle. Nirgendwo sonst, nichts anders. Jesus ist eigentlich so wie die Matruschka. Kennt ihr dieses Ding, so eine Holzpuppe? Ja, ja, ja. Die machst du auf. Oh, nochmal eine. Oh, cool, nochmal. Oh, was? Und dann 20.
viele denken, ja, Jesus kenne ich schon, Jesus. Ja, dann mach doch mal auf, geh doch mal tiefer rein, da ist so viel. Leute, ich könnte jetzt einen Test machen, aber die Peinlichkeit erspare ich uns allen. Ich habe das ein paar Mal gemacht, ich mache es nicht mehr, weil das ist schockierend. Oder sollen wir es machen? Ja. Sollen wir mal gucken, wie viel Bedeutung des Kreuzes wir zusammenbekommen? Bedeutung des Kreuzes. Erzählen wir mal auf. Erlösung. Erlösung. Gnade. Aha. Vergebung. Vergebung. Freiheit. Freiheit. Liebe. Liebe. Absterben. Heiligung. Heiligung, Mann, Absterben. Verflucht. Tod. Verflucht, Tod. Kraft. Auferstehung. Segen. Aha. Weiter. Ja, gut, jetzt zählt der lauter Worte auf. Erkenntnis zur vollen Reife Christi. Alle meine Sünden bezahlt. Ja, für die Sünden bezahlt. Angenommen, wie man war, wie man ist, wie man wird. Satan wurde besiegt. Oh, oh. Satan wurde besiegt. Sieg für seinen Brand, ja. Aha. Kreuz auf sich nehmen und jeden Tag durch die Gegend tragen. Zum Beispiel. Ich habe auch was mit Christus gekreuzigt sein. Selbstverleugnung. Was bedeutet das? Selbstverleugnung? Es gibt einen Unterschied zwischen Schuld oder was ganz anderes. Jesaja 53. Krankheit. Auch damit hat es was zu tun. Ne? Verschiedene Dinge. Leute, wir kriegen das so, ein paar kriegen wir zusammen, das ist gut. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, ich habe gedacht, ich lese mal die Bibel alleine, um zu gucken, was für Bedeutung des Kreuzes ich finde. Und dann habe ich ein kleines Büchlein geschrieben, das will ich revidieren. Ich glaube, auf 22 Bedeutungen. Da war ich so froh über diese 22 Bedeutungen. Und plötzlich fällt mir ein Buch in die Hände von einem Autor, die 50 Bedeutungen des Kreuzes. Ja, Leute, merkt ihr was? Was ich euch damit sagen will, jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ich bin nämlich auch ehrlich mit euch. Ja? Ich wollte ein Buch schreiben mit den 22 Bedeutungen des Kreuzes. Ja? Dann kriege ich eins mit den 50. Haben wir denn in der Tiefe begriffen, was für eine Bedeutung das Kreuz für uns hat? Haben wir doch offensichtlich nicht. Und selbst wenn wir die Dinge intellektuell aufzählen können, ist doch die Frage, ob wir darin leben. Leute, da ist der Weg. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass der Teufel uns genau davon wegbringen will. Er will uns mit anderen Sachen beschäftigen. Und jetzt Vorsicht, Leute, jetzt kommt eine ganz knallharte Sache. Ich weiß nicht, ob ihr sowas jemals gehört habt. Matthäus 16. Lassen wir ganz zum Schluss etwas Heftiges lernen. Da haben wir eine Geschichte, die sehr schockierend ist. Matthäus 16, Vers 21. Petrus bekennt Jesus. Und Jesus lobt ihn dafür. Und dann geht Jesus einen Schritt tiefer und sagt ab Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten. Und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Andere Übersetzungen sagen, er drang hart auf ihn ein. Und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Du bist mein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also Leute, ich war entsetzt, als ich das erste Mal gelesen habe, weil ich irgendwie fand, dass Jesus zu Petrus hier einfach unfair ist. Das fand ich einfach hart. Weil schließlich merkt ja jeder, der Petrus hat es doch nur gut gemeint mit ihm. Also der will ihn doch bewahren vor Schmerzen, vor Leid. Der hat doch Mitleid mit ihm, der meint es doch gut. Und jetzt mal ehrlich, Empathie, Mitleid, das ist ja doch mit das Beste, was aus einem, ich sage es bewusst, Menschen kommen kann. Er bekommt dafür kein Lob.
sondern solche krasse Worte, ja, weiche von mir, Satan, du bist mein Ärgernis. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Leute, darüber habe ich oft nachgedacht. Und ich sage euch jetzt einfach, was hier der Punkt ist. Guckt doch mal, Jesus wusste, was sein Weg ist. Dass er ans Kreuz gehen muss zur Erlösung der Welt. Petrus hat das nicht verstanden. Er hat es gut gemeint. Er hat das Beste, was ein Mensch tun kann, Empathie, Mitleid, ja, hat er an den Tag gelegt. Aber damit wurde er Jesus zur Versuchung. Und da merkt ihr einen Punkt. Das Beste, was die Welt zu bieten hat, wenn es das Kreuz verhindert, wenn es vom Kreuz ablenkt, dann wird es satanisch. Habt ihr mal über sowas nachgedacht? Das Beste, was Menschen hervorbringen können, die besten Themen, die besten Dinge, wenn sie vom Kreuz ablenken, dann werden sie satanisch. Und jetzt prüft einmal, Leute, passt auf in der Zukunft. Satan weiß das. Er weiß, das Allerwichtigste ist das Kreuz, ist das Evangelium. Und merkt euch diesen Satz. Das Gute ist immer der Feind des Besten. Wir müssen ja aufpassen. Es gibt so viele wichtige Themen, was ich gerade aufgezählt habe. Black and white, alles. Ernährung, Klima ist heute. Ich will ja nicht sagen, dass das alles unwichtig ist. Nur, wenn es die Evangeliumsverkündigung an den Rand drängt, wenn es sich wie ein Schatten über die Gemeinde legt, sodass man über Jesus, über das Kreuz, sich nicht mehr freuen kann, darüber nicht mehr reden kann, Leute, was haben wir dann? Wir haben ein gewaltiges Problem. Und wir haben einen Haufen Menschen, die das nicht blicken. Sie meinen es gut. Sie haben gute Erkenntnisse, sie haben gute Themen, sie meinen, das ist wichtig. Aber in der Gemeinde des lebendigen Gottes gibt es eben nur ein Thema. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als Jesus Christus und den als Gekreuzigten. Und wir sollten uns das vornehmen. Leute, solange ich nicht mindestens die 50 Bedeutungen kenne und lebe, was habe ich über was anderes zu reden? Und jetzt sind wir doch mal ehrlich miteinander. Wo erlebt ihr das, dass ihr in eine Gemeinde geht und jetzt völlig wurscht, ob das evangelisch ist, katholisch, adventistisch, baptistisch, Pfingstler? Wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass wir in eine Gemeinde gehen und nach dem Gottesdienst neue Geschwister kennenlernen und die uns fragen, du, was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse des Kreuzes? Wann hat ihm mal einer so eine Frage gestellt? Noch nie. Aber was habe ich ständig zu hören bekommen? Was, sowas isst du? Ja. Oder was weiß ich was für Sachen? Leute, wo sind wir? Ich sehne mich danach, auch wenn ich auf Besuch gehe. Wir essen danach oder eben nicht, weil es wieder nichts gibt. Aber über was reden wir? Wir reden über irgendwelche Dinge. Und dann traue ich mich manchmal nicht, weil ich auch nicht weiß, was ich machen soll. Da komme ich mir irgendwie vor, als ob das so geheuchelt und aufgesetzt ist, wenn ich sage, du, können wir über Jesus reden? Es ist einfach nicht da. Ich wünsche mir ganz einfach, und ich glaube, Jesus wünscht sich das am meisten, dass er wieder ins Zentrum kommt. Das wäre doch ein Ding, wenn es eine Erweckung geben würde in die Richtung, dass Christen über Christus reden. Mann, das wäre der Hammer. Und dass wir über die Punkte des Kreuzes reden. Stell dir mal vor, das wäre ein Thema. Hey, wie viel Punkte über das Kreuz kennst du schon? Ah, ich kenne 10 oder 11. Krass, ich kenne nur 8. Kannst du mir sagen? Weißt du, wie wir früher Panini-Bilder ausgetauscht haben? Zeig mal deine Bilder, zeig mal meine. Komm, wir tauschen. Ah, du musst mir 2 geben, damit du von mir 1 kriegst. Warum reden wir nicht über die Erkenntnisse, die wir durch Jesus haben?
Wann hat das letzte Mal einer mit dir gesprochen über diese Frage, was heißt es, mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden zu sein? Wann hat dir einer diese Frage gestellt? So eine Art, du, ich habe das gelesen in Römer 6, ich verstehe das nicht ganz, kannst du mir da helfen? Du bist doch auch ein Christ. Erklär mir doch mal, was Paulus damit gemeint hat. Nein, wir reden darüber nicht. Wir reden über alles andere. Und ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Das muss ein Ende haben. Ich kann einfach nicht mehr. Mit so einem Christ, du halte ich es nicht mehr aus. Ehrlich. Es gibt einen Haufen Themen, die richtig und wichtig sind. Und dass Petrus Empathie und Mitleid hat, das ist an sich nicht verkehrt. Aber im falschen Moment. Wir dürfen über diese Dinge reden. Das kann einem helfen, einen Tipp zu bekommen über Ernährung. Ich habe meine Ernährung auch umgestellt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich mache jetzt keinen Witz. Ja? Wir essen mehrere Tage die Woche vegan. Ob ihr das glaubt oder nicht. Aus einem guten Grund, in Schweden ist das Fleisch zu teuer. Und so muss jeder seinen Weg gehen. Ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Ich habe kein Problem damit, vegan zu essen. Ja. Du meinst vegetarisch, oder? Ja. Nein, vegan. Körner. Den ganzen Tag nur Hafer. Weißt du, ich habe mir gesagt, guck dir doch mal die Pferde an. Die Pferde, die haben Kraft. Und die Pferde futtern Hafer. Und dann habe ich das kombiniert und habe gesagt, jetzt esse ich Hafer. Ja, das hat mir gut getan. Und Leute, es ist wichtig, dass wir offen bleiben. Wir können dazulernen, auch in Gesundheitsfragen. Ich habe, um hier einen versöhnlichen Ton anzuschlagen, Leute, mich hat einer besucht in Schweden. Und das war so, ich hatte damals, das ist jetzt schon 10 Jahre her oder so, ich hatte starke Schmerzen in den Fingern. Starke Schmerzen. Und ich habe oft dafür gebetet, Herr, nimm mir doch die Schmerzen, heil mich. Nichts ist passiert, starke Schmerzen. Da kommt einer, ein Klavierstimmer. Und der erzählte mir eine Geschichte. Der hat mir dann gesagt, du, er war gerade in Norwegen und da hat er bei einem sehr bekannten Pianisten das Klavier gestimmt und der Kerl hat ihm gesagt, dass er vielleicht seine Karriere beenden muss, weil er so Schmerzen hat in den Fingern. Und dann hat er ihm den Rat gegeben und hat gesagt, du, isst du viel Fleisch? Und er sagt, ja, nur. Dann sagt er, du, hör mal einen Monat auf mit Fleisch und lass Schwein ganz weg. Weil nach wissenschaftlichen Studien, Schwein ist nicht gut und fördert Entzündungen und so weiter. Und der hat das gemacht, dieser Pianist, hat einen Monat kein Fleisch gegessen, da waren die Schmerzen weg. Ich dachte, verrückt. Jetzt probiere ich das auch. Leute, ich habe das gemacht. Ich habe meinen Fleischkonsum reduziert. Ich habe keine Schmerzen mehr. Dann habe ich angefangen nachzudenken. Warte mal, wenn Gott in der Bibel Speisegebote aufstellt, dann werden die doch einen Sinn haben. Also wenn Gott mich geschaffen hat, also sagen wir mal, Gott hat den Motor geschaffen und er sagt, nimm Benzin und eben kein Diesel. Dann sollte ich da Benzin reintun. Und wenn er sagt, tu Motorenöl rein, dann kann ich nicht mit Salatöl kommen. Wenn Gott also sagt, ich soll kein Schwein essen, dann ist das vielleicht das Klügste, wenn ich es in Zukunft lasse. So, ich habe für mich entschieden, aufgrund dessen, dass ich kein Schwein mehr esse. Weil ich verstanden habe, das, was die Bibel da lehrt, das ist wohl klug. Also, das ist meine Erkenntnis, die lebe ich. Ich esse seitdem kein Schwein mehr. Aber ich mache meine Erkenntnis nicht zu einem Gesetz, dass ich dich jetzt verachte, weil du Schwein isst. Aber du musst eins wissen, das war mal ein Plakat. Da war ein großes Schwein drauf und da stand, du wirst das, was du isst. Das hat mir auch zu denken gegeben. Mir gefallen lustige Sachen. Dann bist du ein Huhn, weil du hast Huhn gegessen heute. Ich fange schon zum Gang und lege Eier. Ja. Ja. Aber schau dir, das gefällt. Lasst uns doch über die Dinge reden mit Humor und drüber lachen und nicht immer... Ja. So, jeder Mensch muss nach seiner Erkenntnis leben. Das ist wichtig. Und ich habe die Freiheit, dazu zu lernen. Ich muss nicht diese ganzen Dinge ablehnen, sondern ich prüfe für mich, was ist gut für mich.
Was ist biblisch richtig? Ich möchte damit schließen, Leute. Betet dafür, prüft mal in eure Gemeinde, was für Themen halten denn zurück, dass Jesus Christus uns seine Erkenntnisse offenbaren kann? Was sind denn die Themen, die bei euch im Zentrum sind? Tja, vielleicht sind sie gut, vielleicht sind sie richtig, vielleicht sind sie wichtig, aber völlig fehl am Platz, weil sie einfach es verhindern, dass Jesus weiteren Raum in uns gewinnt. Wäre richtig super, wenn wir da hinkommen, das liegt an uns, Leute, das müssen wir uns vornehmen, das müssen wir in die Gemeinden hineinbringen. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als Jesus Christus und zwar den Gekreuzigten. Es könnte sein, dass in 10, 20 Jahren ein ganz anderes Klima ist im deutschsprachigen Raum. Dass sich Christen treffen und nicht mehr fragen, von welcher Kirche bist du? Oh nee, danke, tschüss. Sondern dass sie fragen, kennst du Jesus? Ja. Du, welche Bedeutung von Jesus hast du bereits verstanden? Wie viele sind das? Ich kenne 15. Oh, komm, lass uns reden, weil ich kenne nur 4. Kann ich was von dir lernen? Komm, wir setzen uns mit der Bibel hin. Leute, was wäre das für eine Erweckung? Es liegt an uns, ob wir das machen. Oder ob wir so weitermachen wie bisher. Dass wir nur gucken, völlig egal, ob der an Jesus glaubt oder nicht. Die Frage ist, was denkt er über den Punkt, über den Punkt? Und wenn er da anders denkt, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Dann lass uns doch weiterhelfen. Du hast doch einen vor dir, der Jesus schon liebt, der schon 5 oder 8 Punkte begriffen hat. Ja, freu dich doch. Freu dich doch mit ihm, freu dich für Jesus. Und jetzt guckt gemeinsam, tauscht euch aus. Du kannst von ihm einen Punkt lernen und er kann von dir einen Punkt lernen. Das ist Gemeinde Jesu Christi. Wow, das wäre eine Sache. Ja, das wünsche ich mir. Ich glaube, das wünscht sich Jesus auch. Smartphone. Lernt doch euer Smartphone kennen. Jesus. Lernt doch Jesus kennen. Mit diesen verschiedenen Apps. Weißt du, was die App Vergebung bedeutet? Wie die funktioniert? Weißt du, wie die App Heiligung bedeutet? Wie die App Sieg über Sünde, wie die funktioniert? Wie funktioniert die App Beten und Empfangen? Leute, da möchte ich sehen, was ihr drauf habt. Und nicht auf irgendwelchen Themen, die uns überhaupt nichts bringen. Und wir merken nicht mal, dass der Teufel uns von dem Eigentlichen weghält. Wo sind die Christen, die regelmäßig beten und Gebetserhörungen erleben? Diese Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen als Basic-Programm. Leute, da geht's hin. Aber genau davon will uns der Teufel abhalten. Da muss doch mal ein Erwecken stattfinden und sagen, halt mal, so nicht. Ich lasse mich nicht weiter veräppeln. Ich möchte zu Jesus Christus. Weil da geht's hin. Was ist die App Erlösung? Wie funktioniert die App Heilung? Die Fragen muss man sich doch mal stellen. Ich habe mir das auch mal gestellt. Wie kann das sein, dass ich für einen gebetet habe, der ist geheilt worden von einer unheilbaren Krankheit und bei mir selber ist der ganze Arm steif gewesen? Ja, wie funktioniert denn das? Gott, warum? Da muss man sich doch damit dann auseinandersetzen. Leute, ihr werdet feststellen, wenn ihr mit der Bibel anfangt, ihr werdet mehr Fragen haben. Ihr sucht Antworten, ihr kriegt sie, ihr werdet mehr Fragen haben. Es wird immer so weitergehen. Ist das nicht wunderbar? So kommen wir zur Fülle. Es gibt doch keinen anderen Weg. Das möchte ich euch sagen, Leute. In Jesus habt ihr diese Fülle. Sucht nach den Bedeutungen des Kreuzes. Ich habe richtig Lust, habe ich wirklich richtig Lust, die Bibel nochmal zu lesen, alleine mit dieser Frage und die Bedeutung zu finden. Ich habe damals 22 gefunden und der andere 50. das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Was habe ich denn gemacht den Rest meines Lebens, wenn ich nicht die Bedeutung des Kreuzes herausgefunden habe? Und jetzt mal ehrlich, glaubt ihr, dass Jesus die uns vorenthalten will? Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, damit wir in diese Fülle hineinkommen. Ich glaube, er will nichts sehnlicher, als dass wir diese Dinge erkennen. Also lasst uns suchen. Ich möchte mit uns beten.
Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist, um uns zur Fülle zu bringen, dass wir in der gleichen Harmonie mit Gott leben dürfen wie du. Herr, wir beten, offenbare du uns die Dinge, die wir jetzt nötig haben. Und gib uns die Weisheit, Herr, erbarm dich über uns, dass wir lernen, in Weisheit mit unseren Mitmenschen umzugehen. Dass wir denn nicht die Roastbeefs reinstopfen, wenn sie vielleicht erstmal Milch brauchen. Herr, wir beten, erbarm dich über unsere Gemeinden, dass Jesus Christus wieder ins Zentrum kommt, Herr, dass wir uns von dem Stolz verabschieden. Wir sind, Herr, was sind wir denn? Was sind wir ohne dich? Herr, lass uns unsere Identität in dir finden, in dir allein, Herr. Und lass uns begreifen, was es bedeutet, unsere Mitgeschwister zu erkennen und sie zu lieben, sie zu akzeptieren, zusammenzuwachsen, uns gegenseitig besser zu machen und nicht immer nur abzulehnen und abzuwerten und uns den Glauben abzusprechen, Herr. Ich bete, Herr, um Erbarmen für uns, dass es vielleicht nochmal ein Erwecken gibt hier in der endzeitlichen Gemeinde, Herr, in alle Denominationen quer durch, dass du, Herr, dein Werk hier weiter aufbauen kannst, auch in dieser Region. Herr, wir loben und preisen dich, dass du am Werk bist, dass du in deiner Gnade weitermachst, Herr. Ja, Herr, wir beten, dass du dich da offenbarst und danken, Herr, im Voraus, dass du es tun wirst, bei jedem, der dich aufrichtig sucht. Amen. Amen. Ja, Leute, nochmal sage ich es für die, die vielleicht jetzt neu sind. Wir haben Bücher draußen, die sind alle gratis, könnt ihr mitnehmen. Und wir haben von unserem, ich sage immer unser Missionswerk, das ist so ein Familienbetrieb. Ne? Nickt an den Kopf. Familienbetrieb. Mit Freunden, mit Helfern. Da ist unsere Broschüre, was momentan läuft. Und Gebetsanliegen könnt ihr mitnehmen. Wer was geben will für die Bücher, für die Vorträge, dass das weitergemacht werden kann, könnt ihr gerne was spenden, müsst ihr aber nicht, für den, der das auf dem Herzen hat. Und wir wollen auch weitermachen, ich will das an dieser Stelle sagen, wir sind im Gespräch, wir wollen uns auch morgen Abend treffen, wie wir weitermachen können gemeinsam. Aber egal wie, ich habe auf dem Herzen über Winter eine Traktatserie zu machen, also 10 Traktate, total Christus-zentriert, völlig ohne irgendwelche politischen Sachen oder Extras, also Traktate, die jeder benutzen kann. Und die könnte man dann im ganzen deutschsprachigen Raum verteilen. Wir wollen übersetzen lassen, das Tschechische, Slowakische, Schwedische, Norwegische und auch dort verteilen und anbieten. Und viele von euch kennen mein Zeugnisbuch. Da wollen wir Neues machen, auch mit einigen alten Berichten, aber vielen neuen. Auch dafür könnt ihr beten. Das ist so genial. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende verteilen können. Auch in Deutschland, Schweiz, Österreich, also deutschsprachigen Raum, Tschechien, Slowakien, Norwegen, Schweden. Tausende wurden verteilt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Also ihr könnt mithelfen, dass wir gutes Material produzieren, das von allen verwendet werden kann. Und ja, wer da Interesse hat, kann sich auch bei mir melden. Das heißt, dahin gehen die Spenden so auch in der Zukunft. Und wer das unterstützen will, der kann das gerne machen. Ja, bleibt mir noch zu sagen, morgen früh nochmal, 10 Uhr. Und da haben wir dann 2 Zeugnisse. Markus, der heute leider verhindert war wegen dem Unfall, da werden wir es morgen versuchen. Ein sehr interessantes Zeugnis. Und Esther, die aus ihrem Leben berichten wird. Also, da kann ich euch nur herzlich einladen. Zum Thema morgen ewiges Leben beginnt jetzt und hier. Und wenn ihr Fragen habt, Gespräche sucht, könnt ihr gerne kommen. Das ist noch eine Frage. Ich möchte nur sagen, Zeitumstellung nicht vergessen. Zeitumstellung? Was? Eine Stunde länger. Wir können eine Stunde länger schlafen. Das kann das Smartphone. Das Smartphone macht das automatisch? Ja, ja. Das kann das. Aber jetzt haben wir schon gefragt, was ist das für eine Funktion, die Uhr umzustellen? Macht's automatisch. Also, dann sehen wir uns also morgen um 11, ja? Oder was jetzt?
Eigentlich. Ja, eigentlich um 11, aber es ist trotzdem 10, aber es macht mir auch Mann. Also dann morgen. Zwischen 10 und 11. Ändert sich das also? Morgen treffen wir uns um 10. So. Gut. Leute, es gibt was zu knabbern, was zu trinken. Ihr könnt bleiben, auch nachher im Freizeitheim. Könnt euch noch unterhalten. Vergesst nicht, 10 Uhr dann die Fenster zuzumachen. Ja. Ruhestörung. Okay, ich danke euch. Danke. Ich bedanke mich beim Cornelius. Ich glaub,